Hallo zusammen, Maya 3007 hier. Heute gibt's den Happy Birthday Tag von mir. Ja, denn ich habe heute Geburtstag, am 30.07., daher auch mein Nickname. Und damit wäre auch gleichzeitig schon die erste Frage vom Tag beantwortet. Wann hast du Geburtstag? Wie gesagt, heute am 30.07. Wie alt bist du geworden und hast du alle Geburtstagskerzen ausgepustet, ist die nächste Frage. Ich bin heute 23 geworden. Geburtstagskerzen gab es für mich leider keine zum Auspusten. Es wären auch ein bisschen viele geworden. Dann ist die nächste Frage. Wer hat dir als erstes gratuliert? Es war heute Morgen beim Frühstück meine Mutter. Dann nächste Frage. Was hast du an? Ihr seht hier ein schönes oranges T-Shirt. Das ist eines meiner Lieblings-T-Shirts. Ich musste mich heute ja schon mal umziehen, denn ich bin beim Heimfahren von der Arbeit mal wieder richtig abgesoffen. Ein Regenguss von der allerschönsten Sorte. Herrlich! Die nächste Frage. Magst du es, wenn jemand Geburtstagslieder für dich singt? Ja. Kommt zwar nicht oft vor, aber ich finde es immer wieder schön. Dann ist die nächste Frage. Geburtstagskuchen oder Geburtstagstorte? Ich bin da ganz konservativ, Geburtstagskuchen. Hauptsache es ist ordentlich Schokolade drin. Dann machst du eine Geburtstagsfeier. Mit Freunden jetzt nicht direkt, aber am Wochenende gehe ich jetzt dann mit meiner Familie, sprich meinen Eltern, meinem Bruder und meiner Oma, richtig schön beim Griechen zum Essen. Da freue ich mich schon richtig drauf jetzt. Dann. Welcher deiner Geburtstage ist dir bis heute am meisten in Erinnerung geblieben? Es war mein 10. Da haben wir nämlich ganz speziell gefeiert. Ein großes Kaufhaus oder Möbelhaus bei uns in der Nähe hat nämlich ein riesen Kinderland unterm Dach. Mit einem riesen Kletter- und Rutschenparadies drin. Da haben wir damals gefeiert. Weil da gab es auch extra so große Partyräume nur für Kindergeburtstage. Es war super schön. Ich glaube 6 oder 7 Kids waren wir damals. Dann, 9. Wer darf an deinem Geburtstag nicht fehlen? Ganz klar, meine Familie. Dann, was hat sich seit deinem letzten Geburtstag verändert? Eindeutig, ich habe wieder Arbeit. Letztes Jahr zu meinem Geburtstag war ich ja leider gerade arbeitslos geworden. Aber das habt ihr sicherlich auch mitbekommen. Seit Januar diesen Jahres habe ich ja wieder Arbeit. Und die macht mir super, super viel Spaß. Kommt als nächstes, 11. Frage und letzte, nämlich deine Geschenke und davon dein Lieblingsgeschenk. Heute habe ich nicht so viel bekommen, denn, das habe ich euch ja auch schon mal erzählt, ich habe ja quasi an Weihnachten letztes Jahr ein Weihnachts- und Geburtstagsgeschenk schon zusammenbekommen, weil mir kurz vor Weihnachten letztes Jahr mein alter Laptop abgeraucht ist. Darum habe ich von meinen Eltern, opa, hier ist er, diesen schönen neuen Laptop geschenkt bekommen. Zu Weihnachten. Und darum gab es heute natürlich nur eine Kleinigkeit für mich. Nämlich erstmal ein schönes Buch. Hier, Andreas Höglauer. Schattenparker, Bordstein, Rammer und andere Fahrschüler. Aus dem Alltag eines Fahrlehrers. Da freue ich mich richtig drauf, das zu lesen. Und dann. Hier. Meine persönliche Glückssträhne. Habe ich nämlich hier von meinen Eltern diese wunderschöne Karte heute geschenkt bekommen. Aber das in Anführungszeichen Geschenk, über das ich mich am allermeisten jetzt gefreut habe, weil ich es, wie ich es gerade gesehen habe, kommt von einem YouTuber, dem Buchtoaster. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für dein super tolles Video. Es hat mich so wahnsinnig gefreut, wie ich das gesehen habe. Du bist der Beste. Danke, danke, danke an dich. Und sei dir sicher, es ist zwar jetzt auch ein gutes Jahr noch hin, aber zu deinem Geburtstag nächstes Jahr kommt auch irgendeine Aktion von mir. Da kannst du dich jetzt schon mal drauf verlassen.
Ich kann nur noch mal Danke sagen. Ich klicke euch das Video auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Es ist so hammer super geworden. Einfach noch mal Danke an dich. Das war's jetzt auch mit diesem Tag. Ach ja, bevor ich es vergesse, die Bücher nixen. Auch euch schon mal danke für eure Geburtstagsglückwünsche per Kommentar. Es hat mich auch richtig gefreut. Wir sehen uns jetzt dann bald zum Monatsrückblick und Monatsvlog wieder. Also bis dann, Maya 3007.